jetzt im Augenblick die 560. Das ist Detlef Bock. Er ist vorbeigegangen an dem Ingo Reusch. Spezialkugelwagen, 1800 Kubikzentimeter. Siegbert Thiel. Trainer Peach. Die damalige Jugend. Intervener Peach an die 513. Ralf Wartenberg. Und dann last but least müsste das Ingo Kohl raus sein, der 595. Neuer Erster jetzt, Ingo Reusch. Das Auto läuft nicht ganz rund. Ingo Reusch vorbeigegangen an der Telefon. Wir hören noch mal, wenn er hier auf Start und Ziel kommt. Da ist der führende 535, jetzt achten wir mal drauf. Da rettet er sich hier über die Gerade immer. Da müsste doch was möglich sein, aber Detlef Bock kommt nicht hinterher. Peter Pietsch mächtig am Drehzahlbegrenzer schon. Auch da drüben hört man immer Probleme bei Ingo Reusch, aber das reicht immer noch, um Detlef Bock im Schach zu halten. Der dritte, Siegbert Thiel mit der 520. Klaus Steinke mit der 573. Auf den Zieleinlauf. Ingo Reusch fährt auch dieses Ding nach Hause. Reusch mit Problemen gewinnt diesen Lauf. Siegbert Thiel auf Platz 3. Auf Platz 4 Klaus Steinke. Zieleinlauf in der Klasse 5 und bitte die Langstreckenautos fertig machen, die Langstreckenautos an den Vorstart und fertig machen.